Moin moin und herzlich willkommen zum heutigen Cold and Dark Tutorial. Ich zeige dir einmal, wie du den A320 Fly-by-Wire im Microsoft Flugsimulator perfekt für den Start vorbereitest. Dabei ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es mein Flow ist, also meine Procedures. Das soll heißen, die sind natürlich an die Airline Procedures angelehnt, sind aber nicht eins zu eins übernommen, allein weil wir im Airliner zu zweit und hier im Flugsimulator nur alleine arbeiten. Trotzdem sichern wir mit Checklisten an alles gedacht zu haben und so ist dein Flieger dann auch perfekt für den nächsten Start vorbereitet. Ich wünsche dir viel Spaß und auf geht's! Leider ein bisschen Schietwetter in Hamburg, aber so ist es nun mal. Wir schalten den Flieger nichtsdestotrotz ein. Das erste, was wir machen, wenn wir aufs Flugzeug kommen, ist natürlich erstmal den Strom einzuschalten, denn alle Computer, alle Systeme müssen erstmal mit Strom versorgt werden. Dazu fangen wir oben mit den Batterien an, schalten Batterie 1 und 2 ein und dann auch direkt danach schon die External Power. Jetzt ist das Flugzeug soweit mit Strom versorgt, alle Systeme fahren nach und nach hoch. Du siehst unten die Bildschirme, die gehen erstmal in so einen Self-Test, also das heißt 40 Sekunden lang testen die selbst erstmal, ob alles in Ordnung ist und ob irgendwelche Fehler da sind, die würde der Flight Warning Computer dann demnächst auch schon direkt ausgeben. Jetzt geht es weiter am Overhead-Panel und wir arbeiten immer in sogenannten Flows, in Paketen. Das heißt, wir fangen jetzt oben links an, gehen so nach unten rechts, wieder nach oben und nach unten und dann haben wir da soweit eigentlich alles abgearbeitet. Wir fangen immer mit den IR-Selectern an. Die sind 1, 3, 2 angeordnet, heißt links, rechts, Mitte wird eingeschaltet, dann weiß der Flieger, wo seine Position ist. Für den Voice Recorder schalten wir den Ground Switch ein, machen Crew Supply, das ist unser Sauerstoff ein, sowie die Strobe Lights und die Nav Lights. Die Strobe Lights sind links und rechts am Flügel, das sind diese hellen Disco-Lichter, sag ich mal, die so ganz weiß und schnell leuchten. Und die Navigationslichter sind auf der linken Seite rot, auf der rechten Seite grün und die zeigen anderen Flieger, wie wir zu ihnen quasi fliegen. Es geht weiter mit den Seatbelt Signs, die stellen wir auf On. Jetzt gehen wir nach rechts weiter, die No Smoking Signs, die stellen wir in Auto. Und die Emergency Exit Lights werden gearmt. Die gehen dann automatisch an, sollte irgendwas passieren. Weiter geht es oben mit dem APU Fire Test. Bevor wir die APU einschalten, muss dieser gemacht sein. Genauso Engine 1 Fire Test und Engine 2 Fire Test. Damit stellen wir einfach sicher, dass unsere Feuerwarnungen in den Triebwerken und in unserem Hilfstriebwerk der APU vernünftig funktionieren. Dann habe ich mir angewöhnt, auch direkt die APU schon mit einzuschalten. Dann läuft sie schon und wenn ich nachher den Pushback machen möchte, ist sie schon an. Als nächstes gehe ich wieder nach unten und nun schaue ich in die MCDU. Also so eher für unsere ganze Flugplanung, für die Startgeschwindigkeiten. Und da gibt es ja das super Feature, dass man seinen Flugplan einfach aus SimBrief laden kann. Wenn dich interessiert, wie das Ganze funktioniert, dann lass mich das doch gerne wissen. Dann kann ich darüber mal ein extra Video machen. Schreib es mir einfach in den Kommentaren und wenn sich dort ein paar Leute melden, dann zeige ich euch das selbstverständlich. Um den Plan zu laden, gehen wir über Azu AOC Menu in Init. Und dort drücken wir einfach nur auf Init Data Request. Dann zieht er sich den Plan, den ich vorher bei SimBrief vorbereitet habe, mit meinem Benutzernamen. Und wir haben den kompletten Flugplan einfach schon ins Flugzeug gezogen. Wir können auch aus dem Flugplan den Sprit übernehmen, das heißt unser Block Fuel, genauso wie die Payload, also wie unsere Bags, wie unsere Leute verteilt sind, wie viel Gewicht wir an Bord haben. Um den Benutzernamen einzustellen, gehst du einmal MCDU Menu of Options of AOC und ganz unten bei SimBrief, dort kannst du dann deinen Username, der bei mir einfach Riva ist, mit eingeben. Hat auch den Vorteil, wenn du Lust hast, auf unserem Twitch-Stream mal mitzufliegen, dann kannst du das einfach tun, indem du meinen Namen eingibst und dann meinen Flugplan wählst. Auf der Init-Page drücke ich dann Init-Request und der komplette Flugplan wird jetzt sozusagen wirklich ins FMS reingelegt. Das dauert einen kleinen Moment, dem muss man so eine Sekunde Zeit geben, damit das Ganze nicht überschrieben wird. Dann gehe ich auf die Netzpage und drücke einfach rechts oben auf den Line Select Key 1 rechts das Zero Fuel Weight und das Zero Fuel Weight CG rein. Als nächstes schaue ich mir das Block Fuel an, immer abrunden, ganz ganz wichtig, das sind hier 6,6 Tonnen und ich gebe einfach 6,6 bei Block ein und schon habe ich die beiden Seiten fertig ausgefüllt.
Als nächstes schaue ich mir die Flugplan-Page an. Auf der Flugplan-Page würde ich gerne anfangen zu arbeiten. Was ich aber immer zuerst brauche, ist das Wetter. Das Wetter kann ich mir abrufen, indem ich auf MCDU-Menu, Azu AOC-Menu und Weather-Request gehe. Dort drücke ich unten rechts einfach auf Send und jetzt wird automatisch einmal per Funk das Wetter angefragt. Und es dauert immer einen kleinen Augenblick, bis das verarbeitet ist und zurückgeschickt wird. Da kannst du rechts oben in deinem Display einfach kurz gucken, wenn da Company Message steht, dann hast du eine Nachricht bekommen und das wird dann eben sehr wahrscheinlich das Wetter sein. Die Nachricht ist angekommen und jetzt kann ich rechts auf Received Messages gehen, auf Meta, das ist die Nachricht, und unten rechts drücke ich dann einfach auf Print. Die Print-Funktion, ganz, ganz toll, geht nur mit dem Fly-by-Wire-Simulator natürlich, den du dir kostenlos runterladen kannst, der ist selbstverständlich unter dem Video verlinkt. Kostenlose Modifikation, wirklich ganz viele Erweiterungen, die in den normalen Microsoft Flugsimulator A320 noch hinzugefügt werden und die kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Unser ausgedrücktes Wetter habe ich nun, da interessiert mich nun, wenn ich wissen will, in welche Richtung ich starte, vor allem der Wind. Der Wind kommt hier aus 280 Grad mit 15 Knoten. Das bedeutet, wir werden in Hamburg ganz sicher auf der Runway 23 starten. Ich drücke also auf Departure, nehme für Hamburg die Runway 23 und die IDEGO 6 Bravo Departure, die habe ich in meinem Flugplan bei SimBrief natürlich schon herausgesucht. Als nächstes gebe ich den Anflug in der Destination in Zürich ein. Es soll heute von Hamburg nach Zürich gehen. Wir sind ja die Swiss in Hamburg, also fliegen wir nach Hause. Dort drücke ich dann auf Destination, auf Arrival und dann scrolle ich nach unten. Wenn ich dort einen Blick drauf werfe, kommt der Wind aus 250 Grad mit 9 Knoten. Also wird es sehr wahrscheinlich die Runway 28 werden. Die Arrival hole ich mir wieder aus meinem SimBrief-Plan. Dort steht Relax 1 Alpha und die Transition geht eigentlich immer über Relax. Das gebe ich einfach ein, drücke Insert. Als nächstes gebe ich die RATNAV-Page ein. Dort ist in Hamburg eigentlich immer Alster, das ist Alpha Lima Foxtrot auf die 1 und Hamburg VOA setze ich mir auf die 2, einfach dass ich die Platz VOA und das Hamburger VOA, die Navigationseinrichtung davon, schon gesetzt habe. Dann nehme ich mir die Performance Page vor. Im richtigen Flieger würde man das aufwendig ausrechnen, das mache ich mir hier ein bisschen einfacher. Flaps gebe ich einfach immer Flaps One Takeoff ein mit einem Trim von 0,7 Down. Das hat sich bewährt, das klappt eigentlich immer. Die Flex passe ich nur so ein bisschen an, ist schönes Wetter, nämlich 60 Grad, ist schlechteres Wetter, nämlich 40 Grad. Kommt drauf an, wie lang die Bahn ist und wie schwer wir sind. Die Geschwindigkeiten für den Takeoff kann ich einfach links angeben und die Transition Altitude, die ist in Deutschland überall 5000 Fuß. In Hamburg herrscht noch ein besonderes neues Abatement Procedure, das gebe ich hier auch noch ein, einfach der Korrektheit halber. Und dann habe ich auch die Performance Page schon komplett ausgefüllt. Wenn das alles eingegeben ist, dann drehe ich eigentlich nur noch so das ganze Cockpit gemütlich. Drehe mir die Bildschirme hell, so wie ich sie gerade brauche, je nachdem wie hell oder dunkel es draußen ist. Drehe mir den Standby-Horizont hell, drehe mir die mittleren beiden Bildschirme hell, mache mir die MCDU noch ein bisschen heller und drehe im Zweifel jetzt auch schon die erste Frequenz ein. Für meinen Transponder, den kann ich auch schon mal auf Altitude Reporting On und oben auf Auto stellen. Den Squawk würden wir dann natürlich erst eingeben, wenn wir die Clearance haben. Wenn du kein Ingame ATC benutzt, kannst du da eingeben, was du möchtest. Falls du bei Wetzum unterwegs bist, musst du natürlich erst warten, bis du die Clearance mit dem entsprechenden Squawk hast, um den einzugeben. Dann gebe ich noch das aktuelle QNH ein. Das ist 1003 in Hamburg. Machen wir oben die Constraints und den Flight Director an, dass ich da auch schon komplett vorbereitet bin und lasse mir die Hamburg und Alster VOA dementsprechend anzeigen. Als letztes kontrolliere ich noch die Strecke, ob ich die Route korrekt eingedreht habe. Dafür kann ich mir mit Alt-GR einmal den Bildschirm groß machen, gehe oben in den Plan Mode und kann dann im Flugplan unten einfach alle Punkte durchschalten, ob die gut und zusammenhängend sind. Und das sieht hier perfekt aus. Genauso sollte die Route aussehen. Das heißt, jetzt habe ich soweit, was meinen Flug angeht, eigentlich unten erstmal alles vorbereitet. Und dann können wir schon unsere erste Checkliste lesen, um sicherzustellen, dass wir alles gemacht haben. Es geht los mit der Before Start Checkliste und dort mit dem oberen Teil. Before Start, Cockpit Preparation, Complete.
Both heißt, beide würden es bestätigen. Signs on Auto geht um unsere Seatbelts und No Smoking Signs. Die sind richtig gesetzt. Fuel Quantity, wir kontrollieren, wie viel Sprit an Bord ist. Das sind 6660 Kilogramms, die sind gleichmäßig verteilt. Guck auch immer nochmal auf die Fuel Page. Und als letztes einmal Altimeters. 1003, 60 feet down to the line. Down to the line bedeutet einfach nur, dass bis zur Linie alles gelesen wurde. Weiter geht es dann mit below the line, also dem unteren Teil der Checkliste. Die Gäste sind eingestiegen, boarding completed, das heißt, der Finger kann nun abgezogen werden und am Overhead Panel bereiten wir den Flieger nun zum Starten der Triebwerke vor. Dazu werden die Fuel Pumps, also die Treibstoffpumpen, eingeschaltet. Die External Power kann abgenommen werden, die klicken wir also weg. Und die APU Bleed wird eingeschaltet. Die Bleed sorgt dafür, dass die Zapfluft in die Triebwerke zum Starten kommt, als auch, dass die Kabine gut mit Luft versorgt ist. Nun können wir von dem Ramp Agent oder von einem speziell dafür ausgebildeten Mitarbeiter den Finger vom Flugzeug entfernen lassen. Der wird in eine sichere Entfernung vom Flugzeug verstaut und dann können wir auch weitermachen. Wir müssen jetzt erstmal das Beacon einschalten, das heißt, niemand darf sich dem Flugzeug mehr nähern, außer dem Pushback-Fahrer. Und dann geht es weiter mit dem letzten Teil der Checkliste, Below the Line. Windows Doors, Closed. Wir gucken einmal, sind die Fenster zu und sind alle Türen geschlossen und sind die Slides, also die Rutschen, gearmt, damit sie dann auslösen würden. Beacon on, Thrust Levers idle, Parking Brake on. Before Start Checklist completed. Wir können jetzt den Pushback-Truck mit dem Flugzeug connecten und dieser wird dann selbstständig vorfahren, sich festmachen und sagt uns dann Bescheid, sobald er da fertig dafür ist. Dann würden wir uns bei der Flugkontrolle melden und nach Pushback fragen. Das bedeutet uns die Freigabe zum Zurückdrücken holen und die würden uns dann sagen, Pushback approved, facing to the north, facing to the south. Das bedeutet, dass die Flugzeugnase in die jeweilige Himmelsrichtung zeigt. Ein super Tool, was ich dir dafür empfehlen kann, heißt Pushback Helper. Werde ich es dir selbstverständlich unter dem Video verlinken. Und dann kannst du dir sparen, über das In-Game ADC-Menü den Pushback zu erfragen. Doch nicht vergessen, die Parkbremse zu lösen. Der Mode Selector geht auf Ignition Start. Und dann heißt es Engine Number 2, Start. Beim A320, beim A319, beim A321, you name it, fangen wir immer mit dem rechten Triebwerk an, mit dem Triebwerk Nummer 2. Warum ist das so? Nun, da geht es hauptsächlich um die Hydraulik bzw. um das Hydrauliksystem. Es gibt drei verschiedene Systeme, die haben Farben zugeordnet. Es gibt ein gelbes Hydrauliksystem, es gibt ein grünes und ein blaues. Die beiden Hauptsysteme sind das gelbe und das grüne und die sind quasi mit Generatoren für die Hydraulik direkt am Triebwerk verbunden. Das Engine Number 2, also das rechte Triebwerk, versorgt das gelbe Hydrauliksystem und das gelbe Hydrauliksystem ist unter vielen anderen Sachen aber hauptsächlich auch dafür da, um die Lenkung am Boden zum Beispiel oder auch die Bremsen zu versorgen. Damit diese erstmal versorgt sind, startet man immer das Zweiertriebwerk zuerst. Wenn das Ganze läuft, können wir das 1er dazu nehmen, das heißt Engine Number 1, Start, und nun starten wir auch das linke Triebwerk. Es hängt ein bisschen davon ab, welches Triebwerk genau verbaut ist. Der A320 Neo braucht relativ lang, um das Triebwerk zu starten. Das geht im Simulator ein bisschen schneller als im wahren Leben. Im wahren Leben wird dort immer noch ein Crank Cycle vorgesetzt. Das bedeutet, dass der Fan, also vorne die großen Blades, werden ziemlich lange gedreht, damit das Triebwerk richtig gut durchlüftet wird. Das heißt, es soll sichergestellt sein, dass der ganze unverbrannte Treibstoff, der vom vorherigen Flug eventuell sich noch irgendwo festgesetzt hat, mit rausgeblasen wird und das Triebwerk dann eben sauber startet. Wenn wir unseren Pushback beendet haben, setzen wir ganz wichtig wieder die Parkbremse und dann geht es weiter mit unserem After-Start-Flow. Der Engine Mode Selector kommt in die Normalstellung, also in die Mitte, die Ground Spoilers werden gearmt, der Radar Trim wird resettet und die Flaps kommen in die Takeoff Position. Der Trim wird für den Takeoff gesetzt und am Overhead Panel schalten wir die APU Bleed und die APU aus.
Und das Engine Anti-Ice wird eingeschaltet bei Bedarf. Das brauchen wir, wenn außerhalb Temperaturen unter 10 Grad steigen. Als nächstes kommt der Flight Control Check. Full Up, Full Down, Neutral, Full Left, Full Right, Neutral. Und das Rudder wird gecheckt. Full Left, Full Right, Neutral. Es wird einfach geguckt, gehen alle Steuerflächen so, wie es sein soll. Und jetzt lesen wir die After Start Checklist. After Start. Anti-Ice on. Haben wir ja gerade eingeschaltet. ICAM-Status. Da schauen wir einmal, ob noch irgendwelche Fehlermeldungen oder Hinweise unten von dem Bildschirm gegeben werden. Hier sind keine. Dann können wir sagen, checked. Und als letztes kommt der Trim. Der Trim ist ein bisschen besonders. Man neigt dazu, die äußeren Sachen vorzulesen, also die 1, 2, 3 down. Es wird aber immer der Trim mit der Gradstellung, also der Prozentstellung vorgelesen. Das sind hier ungefähr 30. Das würde dann also bedeuten 30% set, 0, after start, checklist completed. Und dann haben wir im Flugzeug soweit alles vorbereitet, sodass wir jetzt langsam aber sicher zur Startbahn auf der Runway 23 in Hamburg rollen können. Dazu schalten wir das Taxi-Light ein. Das ist das einzige Licht, was wir zusätzlich einschalten, während wir rollen. Wir checken einmal, ob um uns herum alles frei ist. Clear Left Side. Rechts der Kollege guckt einmal nach rechts raus. Clear Right Side. Und dann heißt es Taxi. Wir lösen die Parkbremse und schieben langsam etwas Gas rein. Im richtigen Flieger, manchmal rollt er auch schon mit kaum Schub los. Hier muss man noch relativ viel Schub geben. Ich bin mir sicher, das wird demnächst auch nochmal gefixt werden. Und dann gibt es direkt einen Brake Check. Das heißt, der Kapitän tippt einmal kurz in die Pedale und der erste Offizier checkt dann unten am Braking Indicator, ob auch das Alternate Braking nicht funktioniert. Das heißt, dass er richtig aufs grüne Hydrauliksystem umgeschwungen hat und bestätigt das Ganze dann mit Pressure Zero. Wir schalten das Predictive Wind Shear ein. Das hilft uns, falls der Wind drehen sollte. Den Squawk hätten wir eigentlich schon eingegeben, da war ich jetzt etwas spät dran. Und das TCAS direkt machen wir erst an, wenn wir an der Bahn sind. Und dann konzentrieren wir uns aufs Rollen. Von der Arbeitsverteilung ist es wirklich so, dass der Kapitän jetzt hauptsächlich fürs Rollen verantwortlich ist und der erste Offizier auf der rechten Seite übernimmt die Navigation am Boden. Heißt, dieser sagt dem Kapitän dann, wo es lang geht sozusagen. Hier in Hamburg ist das nicht allzu schwer, es geht einfach geradeaus. Dann bereiten wir den Flieger noch für den Takeoff vor. Wir setzen die Autobreak auf Max. Müssen einmal auf Calls drücken, das würde im richtigen Flieger ein bisschen anders funktionieren und müssen auf Takeoff Config drücken und können dann auch schon die letzte Checkliste anlesen, bevor wir den Start durchführen dürfen. Die Kabine wird normalerweise im richtigen Flugzeug vom Purser oder von der Purserin klar gemeldet, da müssten wir oben eigentlich nichts drücken. Da man den Simulator ja nun mal alleine bedient, oder meistens zumindest alleine bedient, ist es eine super Idee, sich auf das immer gut zu konzentrieren, was man gerade macht. Wenn man rollt, sollte man rollen. Wenn man was anderes macht, sollte man was anderes machen. Ich halte es immer für keine gute Idee, während des Rollens schon die Checkliste so nebenbei zu lesen. Das geht im richtigen Flieger super, da arbeitet man aber auch zu zweit. Wenn du alleine bist, würde ich dir wirklich einen Tipp geben, wenn du eine Checkliste liest, halt einfach kurz an, dann kannst du ganz in Ruhe kontrollieren, ob du alles richtig gemacht hast. Und genauso handhaben wir das ja auch. Kurz vor der Bahn 23 halten wir an, setzen unsere Parkbremse und lesen dann noch die Before Takeoff Checklist. Before Takeoff, Fly Controls, checked, Flaps. Gucken einmal unten auf der Performance Page, 1+F, ob das oben übereinstimmt. Takeoff Speeds, Flex, 133, 134, 138, Flex 50, ICA Memo, Takeoff, no blue, down to the line. Und wenn wir jetzt alles gelesen haben, müssen wir nur noch die restlichen Sachen für den Takeoff vorbereiten. Das heißt, bei dem Wetter ist es auf jeden Fall sinnvoll, das Wetterradar einzuschalten. Wir schalten das TCAS noch ein und dann können wir auch alle Lichter soweit anmachen. Die Strobes gehen an, die wir für den Takeoff brauchen. Und dann würden wir noch kurz Below the Line lesen. Takeoff Runway, Runway 23 in Hamburg, Full Length, Packs, On Engines, Before Takeoff Checklist completed.
Dann schauen wir nochmal rechts aus dem Fenster, ob auch niemand sonst anfliegt. Der Tower würde uns jetzt den Line-Up geben für die Runway 2-3 und dann können wir auch die Parkbremse lösen und so langsam auf die Bahn rollen. Anspruch noch an die Kabine, dass auch die weiß, dass der Start jetzt unmittelbar bevorsteht. Der würde gehen, Cabin Crew, prepare for departure. Und dann haben wir jetzt wirklich alles gemacht und sind super vorbereitet für den Start. Wenn ihr mein kleines Tutorial zur Vorbereitung vom Start und vom Cold and Dark des A320 im Microsoft Flug Simulator gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir ein Abo, ein Däumchen nach oben und sogar die Glocke da lässt, damit du kein weiteres Video verpasst. Ich werde versuchen, jede Woche ein weiteres Tutorial quasi hochzuladen. Falls du noch Probleme mit irgendwas hast, komm gerne in meinen Twitch-Channel oder lass es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich always happy landings und bis zum nächsten Mal.